Na los, ihr Frösche. Wir brauchen was zu essen für unsere nächste Pyramidentour. 15 Bretter habt ihr mir geschrieben, brauchen wir um die Lücke in der Pyramide zu überwinden. 6 haben wir schon gelegt. Das bedeutet, wir brauchen noch 9. Mit den 6 hier wären wir ziemlich angeschmiert gewesen. Danke für den Hinweis. Wüstenfrüchte hatten wir hier keine. Aber die Bretter, die sollten wir doch ohne Probleme hinbekommen. Oh, Ananas. Brauchen wir zwar nicht mitnehmen, aber sollten wir auf jeden Fall einlagern. Zack und zack. Kokosnüsse nehmen wir mit. Die Axt sollte noch soweit in Ordnung sein. Wir haben ja 2. Genau, Baumstämme brauchten wir. Und nu, jetzt noch das Fleisch hier ablegen. Das wird ja hier nicht schlecht. Na, einen Happen können wir ja essen, ne? Flaschen sind gefüllt. Wie viele Baumstämme brauchen wir noch? 1:1. Das ist ja klasse. Naja, dann stellen wir gleich ein paar mehr her, ne? Dann gehen wir auf Nummer sicher. Wer weiß, was danach kommt. Temperatur 38 Grad. Ein bisschen zu warm eigentlich für die Tour. Aber wir haben leider keine andere Wahl. Wie schon so oft gewünscht, ich hätte schon ganz gerne, dass wir auch den heißen Tag bei uns hier im provisorischen Zeltchen einfach überschlafen können, einfach wegschlafen können. Aber das geht nicht. Das geht leider nicht. Du kannst nur nachts schlafen. Oh, wir kriegen schon wieder Hitzestich. Schande. Ja, das sollten wir vielleicht... Alles verschieben. Eine Fackel, eine zweite, ja? Nicht, dass die uns kaputt geht. Die ist doch recht hilfreich. Was brauchten wir noch mal für eine Fackel? Ach so, ja, bevor ich es vergesse. Das kam ja jetzt hier immer nur so wöchentlich. Die Starbound-Folge und dann auch relativ lang. Und ich finde es selber jetzt gerade immer so ein bisschen doof, dass ich dann immer nur eine Gewaltaufnahme in der Woche mache, dieses Spiel. Ich würde lieber das stückchenweise, aber regelmäßiger aufnehmen. Deswegen wird die heutige Folge ein gutes Stückchen kürzer. Aber die nächste kommt höchstwahrscheinlich, ne, kommt dann auf jeden Fall bedeutend früher. Wollte ich nur mal erwähnen. Ne? So, Fackel, Tauwerk, Wedel, Baumstamm. Wie viele Wedel haben wir noch? Keine im Rucksack. Da sind sie ja. Unsere Wedel, Tauwerk ist auch noch ein bisschen da, aber wir brauchen auch ein paar Stiele. Ich habe geübt. Mittlerweile habe ich mir den Namen eingeprägt. Wir brauchen Stiele, keine Stühle. Und dann, was war da nochmal? Was brauchten wir nochmal? Ein Baumstamm. Haben wir jetzt leider keinen mehr über, müssen wir einen Baum fällen. Mit unserer Axt 2. Genau. Ich habe schon gerade wieder Angst bekommen, nicht, dass die Hotkeys nicht funktionieren. Und fluppdiwupp. Na? Fast wie bei Forest. In der Originalversion. Da hat es immer so geil Katsching gemacht, wenn man dann den Baum effektiv gefällt hatte. Noch ein paar Wedel hinterher. Fluppdiwupp. Ja, die anderen wollten wir zerlegen. In Stiele umwandeln. Und da sind sie auch gleich. Unsere Stiele. Na, komm schon. Wir stehen echt ungünstig. Ja, vielleicht aus der... Liegt es an den Stielen? Ja. Es liegt wahrscheinlich an den Stielen. Vielleicht ins Wasser stellen. Oder zumindest mit den Füßen. Das wird doch so ein bisschen für Abkühlung sorgen. Meine Güte, können wir hier tauchen? Kurz runterkühlen auf 30 Grad. Außentemperatur. Aber... Das ist doch bestimmt auch eine enorme Belastung für den Kreislauf. Dieses harte Abkühlen immer wieder. Aber immer noch besser als ein Hitzschlag. Und dann schön unter Wasser trinken. Und wieder hoch. Gut. Noch mehr Stiele bitte. 2 brauchten wir pro Tauwerk. Aber wie viele Tauwerke brauchen wir? Nur 1. Ist alles da, Mensch. Alles da. Unsere zweite Fackel.
Essen, Trinken, alles ist am Start. Wir haben leider keine Skorpionschwänze mehr für hier genau, für, ihr wisst schon, was? Gesundes Abkochen? Gesundes Abkochen, genau, für den Bottich, den meine ich. Wedel weglegen, oder bist du noch nicht fertig mit Herstellen? Ich glaube, er war noch nicht fertig, ne? Aber weil ich das Ding jetzt zerrückt habe, ungünstig. Aber muss man ja auch erstmal wissen, ne? Hier, das Tauwerk hast du verbraten? Ach ne, hier ist die Fackel. Alles gut, alles gut, alles wird gut. Ressourcen ablegen. Jetzt ist genug hier. Ressourcen ablegen. Baumstämme. Stiele. Und dann müssen wir losziehen, Mensch. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit ansonsten. Und dann, naja, nach der Pyramide. Wer weiß, was da kommt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das Spiel dann vorbei ist, wenn wir die Lücke überstanden haben. Müssen wir uns auf den Weg machen und die nächste Location aufsuchen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das hier überhaupt überleben. Wir probieren es aus. Falls ich sterbe, wird geschnitten. Aber jetzt wird erstmal gerannt. Schön hydrieren. Und so weiter und so fort. So weit ist das ja nicht. Und dann möchte ich das mit den Kamelen noch hinbekommen. Aber dafür haben wir jetzt gerade nichts dabei. Ist aber auch nicht so schlimm. Komm schon, man. Zieh durch. Wird er hier gerne eine Third-Person-Kamera anmachen. Das mache ich am liebsten im Fallout. Wenn wir längere Strecken laufen. Es sieht einfach besser aus, wenn man so einen Charakter dann hat laufen. Also vor der Nase laufen. Hm. Lecker, grüner Tee, der geht auf euch. Aber die Temperatur sinkt. 39 Grad, Mensch. Haben wir es geschafft? Ist der hitzige Tag zu Ende? Nein. Das ist ja fast schon richtig kühl, Mensch. Habe ich eine Jacke dabei? Oh Gott, diese Stimmung. Herrlich, das ist wirklich einzigartig. Ich muss einfach viel mehr Survival-Game spielen. Aber das hier ist schon ein besonderes Survival-Game. Das war's jetzt, ne? Erstmal wieder Ausdauer aufladen. Bringt das was, wenn ich in die Hocke gehe? Sieht nicht so aus. Energie haben wir jetzt auch noch nicht so großartig viel verloren. Das wird. Wie schick auch der Sand einfach mal aussieht. Aber egal. Wir haben eine Aufgabe. Wir wollen eine Brücke bauen. Ich hoffe, früher oder später kommen hier noch ein paar Updates raus für das Spiel. Vielleicht ein paar neue Gegenden oder neue Baumöglichkeiten. Gegner und so weiter und so fort. Ein Stück Dschungel oder so. Keine Ahnung. Eine etwas größere Oase. Irgendwas in die Richtung. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist ein relativ kleines Team und so, das dauert alles. Und die müssen ja auch noch weiter hier an der Stabilität von diesem Spiel, von dieser Version arbeiten. Beziehungsweise an der Stabilität der bisherigen Inhalte. Na los, lauf! Du hast es fast geschafft, aber es wird schon wieder kühler. So schlimm ist das ja alles nicht. Irgendwo haben wir eine Kühlquelle. Kann ich eigentlich die Bäume da vorne abhauen? Oh, wir wissen alle, was das bedeutet. Sie kommen. Einfach spammen, wenn sie vor uns stehen. Sie kommen. Die Augen offen halten. Oh. Los. Ihr miesen Sandwürmer, ihr. Ich hoffe, ihr kommt nicht hier in die Pyramide rein. Schnell. 30 Grad, Mensch. Gut. Gleich rüber zur Lücke. Mach die Fackel wieder an. Zur besseren Orientierung. Ist das hier heller geworden? So ein bisschen vielleicht. Durch ein Update oder so. Ist hier alles noch leer, ne? Wir waren ja relativ gründlich, was das Looten angeht. Aber ich will trotzdem mal gucken, nicht, dass die Sachen... What? The heck? Das ist...
Jetzt schon so ein bisschen, ne? Also, gibt es... Also werden die Kisten wieder aufgefüllt? Nach einer Weile? Nach so einer gewissen Cooldown-Zeit? Aber nicht, dass die Brücke jetzt irgendwie weg ist? Das dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe extra meine Bretter vorbereitet. Und Metallbarren hätten wir jetzt auch nicht so viele. Kiste. Machen wir die auch noch leer. Pfeile, dankeschön. Bretter. So viele Bretter, Mensch. Wehe. Wehe. Come on. Alter, ich flipp aus. Ne, wir haben Glück. Die Kisten waren einfach nur wieder voll. Ist das nicht super? Also mich freut das. Hallo? Da. Schön aufbauen, das Teil. Oh, wir sind fertig, ne? Ja! Jetzt mit gezücktem Pfeil oder lieber der Fackel hier voranschreiten. Ah! Das sieht nicht sehr zuverlässig aus. Ach du Schande, Mensch. Wenn du darauf krachst, hast du wirklich keine Sorgen mehr. Na? Kiste, ja. Zwei Kisten. Old Lightning System. Hau es mit... Ah! Schande, wie gut. Wie gut. Was ist das? Kupfer? Habe ich gerade gesammelt in Fallout 76. Yay! Metallbarren. Tauwerk. Aber keine Stiele. Was war das? Ihr habt es auch gehört, ne? Hat sich irgendwie nach Spinne angehört. Ich weiß es nicht. Oh, noch eine Axt. Glasse und Tücher. Wir hatten zu Hause noch ein bisschen Tuchwerk, ne? Da können wir uns bestimmt was Feines bauen. Aber eins nach dem anderen. Ich guck mir nochmal den Haufen an, der sieht einfach... Mm-mm. Dum, dum. Nein, nein. Alles cool. So. Wie mysteriös. Hoch. Uralte Schriftrolle. Untersuchen. Schießpulver, Kokosgranate. Explosives Fass, ja! Für die andere Seite. Aber Kokosgranate, wie geil. Im Kampf gegen die Wüstenwürmer. Oh! Und hier kann ich nichts mitnehmen. Aber dann kriegen wir auf jeden Fall... Ja, dann kriegen wir auf jeden Fall... Kriegen wir dann schön... Die andere Seite auf. Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Das ist ja klasse, ey. Mach wieder an. Mach an. Mit der Fackel in der Hand links klicken, dann geht das an. Das hätte ich gerne einmal rum um mein Camp. Ich glaube nicht, dass die Würmer dann nochmal kommen würden. Und jetzt per Schnellreise nach Hause. Ach, gibt's ja hier gar nicht. Das wär's ja. Ja, ja, wir kommen. Bestimmt, konnte ja noch nicht zu Ende sein. Wir haben ja die andere Lücke noch nicht geklärt. Die, wo jetzt war... Hier, genau, hier lang war. Da brauchen wir wie viele Fässer? Ich hoffe nicht nur, ich hoffe nicht mehr als eins. Schön wegschlürfen, bitte. Wir müssen noch nach Hause kommen. Essen weiß ich gerade nicht. Ich würde am liebsten Fleisch zu Hause essen. Bin mir aber nicht so sicher, ob wir noch mit der Hungermeter-Anzeige nach Hause kommen. Hier steht nur Pulverfass platzieren. Da steht nicht irgendwie 3 oder so, aber das stand bei dem... bei der Lücke stand das auch nicht in Bezug auf den Brückenbau. Schande, Mensch. Wie viele Fässer werden wir brauchen? Kiste hatten wir geleert, ne? Wir essen erst zu Hause. Erst zu Hause wird gegessen. Ich hoffe auch mal, dass die Würmer jetzt nicht hier sind. Das wäre schon ungünstig. Ein bisschen Sonne haben wir noch. Schön, dann können wir ja mit Pfeil und Bogen rausgehen. Vielleicht kennen wir auch noch nicht alle Gegner. Hm, wer weiß. Ich meine, im Trailer eine Hyäne gesehen zu haben und... Naja, vielleicht brauchen wir für die Hyänen eine Kokosgranate. Oder wir zähmen die Kamele mit der Kokosgranate.
Wir bedrohen sie eigentlich damit dann. Du reitest mich jetzt zu dieser Oase, sonst knallt's. Gut. Schön. Hätten wir das auch geklärt. Da, da drüben. Ich hab sie doch gehört, Mensch. Dankeschön. Razer, Surround-Kopfhörer. Einer, ne? Nur einer? Nur einer. Come on, Mann, du Ratte. Es wird Zeit für ein Duell. Oh, er ist viel schneller als alle anderen zuvor. Er ist der Schlimmste. Oh, oh. Oh, come on. Schön alle Pfeile mitnehmen. Ich höre immer noch was. Nee, jetzt ist es weg. Ach, ist schon ein schönes Spiel. Macht schon echt Spaß. Auch das andere Survival-Game, was ich vor kurzem mal angespielt habe, das Terra, es war auch super, aber es war halt noch nicht fertig. Aber wenn ich alles richtig angestellt habe, kriege ich die Vollversion vom Entwickler, weil ich an einem Playtest teilgenommen habe. Müssen wir mitnehmen für eine Rüstung. Und dann schaue ich auf jeden Fall nochmal länger rein. Dürfte dann eigentlich bald der Fall sein. Müssen wir mal gucken. War echt schönes Sci-Fi-Setting, Postapokalypse und so. Alles? Pfeile? Ach, soll mir egal sein. Wir haben genug Pfeile, Mensch. So viel brauchen wir gar nicht. Wir wollen nur noch nach Hause. Nur noch nach Hause. Na, und ich glaube, so die ganz langen Touren, so nach Hause und dann zurück zur Pyramide und Co., wenn wir nicht gerade irgendwie auf Exploring-Tour sind, kann ich euch, glaube ich, auch ersparen. Ne? Deswegen, wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Ach du Schande, er kann nicht rennen, weil er Hunger hat. Das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir wollen ein bisschen was futtern. 1, 2, 3 Mal. Kokosnuss. Aber ohne Schießpulver. Noch. Kommt noch. Gleich essen. Getrunken haben wir schon. Lob. Dankeschön. Und noch die letzte Kokosnuss. Flop, flop. Alles wegkonsumieren. Schneller. Schneller. Zieh's dir rein. Muss reichen. Bis zu Hause. Ist noch ein Stückchen, ne? Bis gleich. Oh mein Gott, da ist sie ja. Ich will nicht lügen. Ich habe mich gerade so ein bisschen verfranst gehabt. Mit der Richtung. Ich bin vom Winkel her zu weit von der linken Kante der Pyramide weggelaufen. Und ach, naja, wir haben sie gefunden. Schön. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, aber da ist sie wieder. Unsere aktuelle Heimat. Bin sehr gespannt, was wir brauchen, um Schwarzpulver herzustellen. Ich tippe mal darauf, so ungefähr das gleiche wie bei Ark. Und bei den Fässern kommen wahrscheinlich noch ein paar Bretter dazu. Ist das nicht schick hier? Sieht das nicht schön aus? Das im VR ist doch unser Heim, oder? Oder ist das ein anderes Camp? Nee, das ist unser Camp. Alles grün, Mann. Ist doch lose Steine oder so, die gerespawnt sind, wie die Kisten. Ich würde mich nicht beschweren. Ein paar Baumstämme hatten wir noch. Speichern, jetzt sofort. Speichern. Und essen und trinken und Flaschen auffüllen, aber eigentlich kurz wieder weglegen, die Flaschen. Essen, essen, essen. Gut, Feuerchen machen. Mit Baumstämmen. Am solidesten. Und jetzt vielleicht die Überpfeile hier weglegen. Wir brauchen auch keine Dreiecks eigentlich. Zwei Fackeln schleppe ich gerne mit mir rum. Ach ja, genau hier. Ziegel. Seite behalte ich jetzt mal kurz. Vielleicht eine dritte Kiste. Eventuell. Fünf Tücher haben wir. Ist da irgendwas, was wir herstellen können? Langarmshirt haben wir ja schon, ne? Genau. Hose. Hose braucht 8 Tücher. Ach du meine Leute. Oder? Naja. Großartig gegen Sonne, Wind und Sand. Ja, ich glaube, es ist Zeit, unseren Hut abzulegen. Großartig. Das ist großartig. Schön. Stell mal her.
herstellen. Ressourcen, Schießpulver. Oh Gott. Die nächste Ressource, die ich noch nie gesehen habe. Holzkohle ist klar. Holzkohle ist klar. Null Problemo. Aber Schwefel. Wir müssen so oder so das Camp dann verlassen. Wir müssen wieder das Nötigste mitnehmen und dann auf Exploration Tour gehen. Damit wir hier auch irgendwann eine Location finden, die Schwefel für uns bereithält. Meine Güte. Wir waren hier. Sieht aus, als ob die Karte noch bis hier irgendwie geht. Hier wird sicherlich auch noch eine Menge sein. Aber... ja. Ich will mir den Zapfen hier angucken, hier. Da laufen wir als nächstes runter. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Das ist doch hier unser Marker, ne? Vor dem wir hier gerade stehen. Da ist noch keine Oase platziert worden. Sind da eventuell auch Markierungen verschwunden oder so? Hier so, ja, Pi mal Daumen so. Ich glaube, die Pyramide steht nicht richtig. Na, da müssen Symbole verschwinden sein. Unsere lustige Pyramide mit den drei Pyramidensymbolen ist weg. Ja, klar. Was für ein Schlamassel. Nicht, dass hier noch andere Oasen verloren gegangen sind. Du durstest. Ja, ich durste aber dolle. Aber wir kriegen das schon hin. Eins nach dem anderen. Wir haben ja die Pyramide für die Orientierung. Aber ohne Schwefel können wir jetzt nicht weitermachen. Waffen. Ja, na klar, ey, ein Katana. Ein Schwert. Aber wir sehen es nur. Wir können es noch nicht bauen. Explosives Fass, Holzbrett, Metallbarren und Schießpulver. Also müssen wir auf jeden Fall die Barren mitnehmen. Und alles andere ist eigentlich irrelevant. Oh, vielleicht können wir überall Wasser rausholen. Mit einem Brunnen. Ja, das wird super. Das wird super. Dann können wir jetzt schon unsere nächste Tour eigentlich planen. Hier gibt es nämlich nichts mehr für uns zu tun. Keine Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Auch Turban auch. Nein, nicht Turban, sondern richtig. Sandmenschen-Outfit. Wir können nur das mitnehmen, was absolut notwendig ist. Und auf jeden Fall den Kram, den wir brauchen, um... ach, ist immer so schwer, ist das. Man kann sich halt nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Na, was ist das hier? Bananas? Na, keine neue Banane hier. Auf jeden Fall nehmen wir Wasser mit. Gut. Wasser, Wasser, Wasser. Aber wie gesagt, nur wenn wir optimal vorbereitet sind und mit den wertvollen Ressourcen in der Tasche. Das ist die alte Axt, ne? Die tauschen wir aus gegen die neue, die wir mitgenommen haben aus der... Stopp, stopp, welche war jetzt welche? Oh. Gut, wir nehmen zwei Äxte mit. Das muss reichen. Und auf jeden Fall Tonerz, das Leder, Bananas, falls wir einen Lama begegnen, grüne Blüte. Ja, konnten wir nicht zu Hanf umwandeln. Sehr schwach, wirklich sehr schwach. Das können wir zerlegen eigentlich. Zerlegen, ja, wir brauchen keinen Hut. Klaut uns nur wertvollen Platz hier im Rucksack. Ja, die Kokosnüsse haben wir schon. Oh nein, oh Gott. Okay, mein Fehler. Jetzt muss ich die Strafe auch akzeptieren. Wie viele Bananen hatten wir? Da ist man mal ein Millimeter mal daneben, ne? Datteln, einfach so hier. Warum liegen hier Datteln? Da fehlen zwei Bananen. Wir hatten 16, ne? Schande, was für ein Schlamassel. Akzeptieren wir. Das sind genug Bananen für ein eventuelles Kamel, was schon hier ist. Ach komm.
Das ist nur ein Bambi, ne? Wir haben genug Fleisch. Wir haben genug zu essen. Fürs Erste. Uns bleiben ja auch noch die Kokosnüsse. Ja, was jetzt mit den Brettern, ne? Eigentlich sind die jetzt nicht so super notwendig, weil die kann ich mir überall selber herstellen. Und zwar relativ schnell. Ja, legen wir ab. Bretter weg, Pfeile ja. Das kommt jetzt darüber, da wo es hin soll. Datteln, ja, ist auch schön. Das Tuch ist mir zu wertvoll, das Leder ist mir zu wertvoll. Das kann ich noch nicht einschätzen. Grüne Blüte. Im schlimmsten Fall müssen wir eine Logistiktour hierher zurück machen. Seil, wir können ja mal gucken. Vielleicht. Dass wir uns unterwegs einen Marker bauen können, falls wir uns zu sehr verfransen. Und vielleicht auch Kram für den Unterstand, damit wir, falls wir eine Ruine oder sowas finden, wo wir keine Ressourcen bekommen, zumindest da abspeichern können. Das Ding kann man in der Pfeife rauchen. Da bleibe ich lieber bei der Kombination Marker und Unterstand. Das bedeutet Holz und Wedel. Alles andere können wir dann selber... Können wir dann selber kreieren, wenn wir wollen. Oh, nicht gut. Kann ich auch mit Seilen vielleicht? Nee, das geht nicht. Aber die Seile können raus. Die können definitiv raus. Ja. Tuch, Tuch, Tuch. Barren kommen mit dann. Wir sammeln gleich noch ein bisschen Holz. Steine, ja, um Gottes Willen, Steine. Rohr Hanf eigentlich super wichtig, aber es sind halt nur zwei. Naja, gut. Nehmen wir die auch mit. Und jetzt erstmal schön noch Holz und Wedel produzieren. Es ist warm genug. Es ist warm genug. Bambi, es geht jetzt nicht. Wir können nicht spielen. Es tut mir sehr leid. Ich hätte gerne mit dir gespielt, aber ist nicht drin. Ist einfach gerade nicht drin. Kohle, ja. Aber die können wir uns ja dann auch eigentlich... Ach komm, nimm sie mit. Oder? Jetzt habe ich es auch rausgenommen. Jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Nochmal freundlich losschlürfen und dann mit den Baumstämmen losziehen. Dann können wir uns alles selber produzieren unterwegs. Alles, was nötig ist. Jukka, nein, Jukka brauche ich nicht. Hau ab, du. Hau ab. Ist gut hier. Oh, du willst es echt drauf anlegen, ne? Ich lasse es gehen. Ich lasse es gehen. Ist in Ordnung. Wir haben genug Pfeile. Einmal bitte auffüllen. Dankeschön. Und losknüppeln. Wir brauchen auch keine Dattelpalmen mehr. Wir brauchen Baumstämme und Wedel. Aber die können wir ja ablagern hier zumindest. Flop, 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 flop. Und die Wedel. Nicht ins Wasser, bitte. Nicht ins Wasser. Nein, nein. Schande, 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 Schande. Feuer. Viele Wedel gingen an diesem Tag verloren. Und noch mehr Baumstämme, bitte. Es hat sich ausgedattelt. Ja. Was? Ach so, wir haben den Stack wieder maximal gefüllt. Ist okay, ist ein eindeutiges Zeichen. 12 Baumstämme sollten fürs Erste reichen. Feuerchen müssen wir auch keins mehr anschmeißen. Nochmal satt essen. Konsumieren. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Und dann die Datteln. Auf den Dattelhaufen. Und das kommt hier rein. Klasse. Jetzt nochmal abspeichern. Und alles andere, wie gesagt, machen wir dann unterwegs. Man müsste sich fast schon so eine kleine Notiz machen, was hier in den Kisten drin ist. Aber wenn wir erstmal das mit den Kamelen haben. Wenn wir das erstmal mit den Kamelen haben, dann wird das hier alles ein gutes Stückchen einfacher. Und das bedeutet, dass wir jetzt als nächstes eine Exploration-Tour machen, um
um irgendwo Schwefel zu finden. Idealerweise, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, meine werten Freunde der Wüste, sondern erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, diese Folge ein bisschen kürzer, aber die nächste kommt deutlich früher als erst in einer Woche. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt mit einem Daumen nach oben unterstützen würdet. Und kommt dann Kamel? Oh Gott, warte mal. Ich glaube schon, ne? Aber wir haben gespeichert. Dann machen wir das zum Anfang der nächsten Folge und können vielleicht die Exploration Tour mit einem Kamel machen. Ja, wie gesagt, Däumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss.